Ein wunderschönen, ja, doch nochmal die nächste Folge gleich, gleich die nächste Aufnahme in Folge. Da habe ich es hinter mir. Da kann ich mich den Rest des Abends mit Eis vergnügen. ja, so ungefähr, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, ja, Folge 14, Back to Saturn X2. Oder Episode 2. They are rage. Oder leck mich am Arsch. Brutal. So, ach so, ja, das war genau, hier werden wir gleich von Anfang an befolgt. Wir müssen uns verstecken, Wollt ihr mich verarschen? Alter, ihr seht doch nicht nochmal. Nein. Oh mein Gott. Hallo? Scheiße. Wenn wir uns gleich von Anfang an bücken würden, könnten die uns ja nicht treffen, oder? Wobei, wir haben 12 Rüstung verloren. Geht eigentlich. Egal, ich versuch's mal perfekt zu machen. Wie war das jetzt? Wow, perfekt, das wird noch beschissener. Ja, ich hätte beim ersten Versuch oder beim zweiten Versuch bleiben sollen. Was mache ich denn jetzt? Das waren die falschen Tasten. Boah, Alter, ich bin gerade komplett raus. Stopp. Also da ist W, da ist A, da ist S und da ist D. So, wenn ich meine Tasten, meine Finger so hinpacke, dann sollte das doch funktionieren. Also, hä? Geht doch. Habe aber trotzdem wieder Schaden bekommen. Egal, bleibt so. Fuck off, Alter. Kriegst ja die Krise. Okay. Ach ja, ach, kann man runterlaufen. Was war das denn gerade für ein Fehlwurf? Ich dachte, das Ding hat Gravitation und fliegt nach unten, aber das Ding geht einfach gerade. Kann ich ja doch direkt so gerade werfen. Hat nur der Topf nicht gebracht. Schade eigentlich. Okay. Mit dem Fenster, die hier sieht echt blöd aus. Also, so ein schlechtes Design bin ich vom Back to Saturn echt gar nicht gewohnt. What the fuck? Ja, Alter, hallo? Oh, mega! Okay, sag ich jetzt Endwort andauern. Tschüss!
Du Scheiße, wollt ihr mich ruinieren? Ich mach mir gleich ins Höschen. Warum ist er ein fucking Spider-Mastermind? Also es gibt Sachen, die sind übertrieben und es gibt Sachen, die sind selbst als Übertreibung übertrieben. Ey, das Geile ist, ich kann von hier aus bei der Mastermind extrem leicht besiegen, fällt mir gerade auf. Hallo! Wie geil ist das denn bitte? Ob das wohl so gewollt ist? Die ist schon fertig mit der Welt? LOL! Das ist ja mal geil. Die ist schon ist fertig mit der Welt. Alter, wie krass ist das denn? Boom, ja. Okay. Hä? Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Warum ist bei meiner Waffe unten ein... Ach so, klar, ist ja hier für die Kettensäge. Stimmt, das ist ein... Wird ja immer angezeigt. Ne, unten rechts diese 8 orangen Dinger da. Die sind ja gar nicht von der Pistole, sondern ist ja das, was immer angezeigt wird von der Kettensäge. Und das links daneben, da müssten dann drei grüne hin von der BFG. Also von der Waffe, die ich noch gar nicht habe. Hä? Moment mal. Hä? Warum hat er gerade? Wie hab ich gerade? Nein! Hä? Hä? Hi Bruder! Warum hab ich jetzt was anderes? Wie konnte man das nochmal verstellen? Ach komm, wir weg hier. Lalalala, Cycle Grenade. Ach, mit 0 und 9! Ah, da war ja was! Stimmt, ja. Okay, nice. Ich dachte, man bekam die immer zufällig zugewiesen, wenn man ein neues Backpack bekommen hat. Aber man kann die auch manuell auswählen. Interessant. So, jetzt mal hier nicht verrennen, wo müssen wir überhaupt hin? Wir sind... da, wo du nicht bist. Wir könnten also hier lang laufen. Und wir könnten... hier dann kann man nicht lang laufen. Wir müssen darüber. Das Wave-Running geht nicht, das ist zu hoch. Ich gehe einfach mal hier lang. Yellow Key. Ja, ist auch eine volle Verschwendung jetzt hier gerade. Ich will nochmal zurücklaufen. Alter.
Ach, mal schon mal an. Fuck you. Was, noch mehr rein teleportieren? Nur immer aktivieren. Na gut. Muss ich gucken, wie ich da oben wieder raufkomme? Nein! Ach, leg mich doch. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder am Anfang. Okay. Gut, von hier oben, von hier weiß ich ungefähr, wie ich weiter muss. Geht doch. Arschloch. Oh. Na gut, ich gehe jetzt mal wieder hier lang. Genau. Dann musste ich hier... Ach! Hast du dir wohl so gedacht, ne? Mädel? Ja, gibt keinen Schaden. Kann ich jetzt noch da hinten? War doch hier und dann muss ich genau hier rüber. So, das hier habe ich jetzt auch. Die Frage ist, ach, ich habe einen gelben Skulp bekommen. Das heißt, mit dem gelben Skulp kann ich jetzt da unten hin. Gut, dann hole ich aber doch erstmal das Ding, was ich gerade von dem Viech da bekommen habe. Nein, jetzt bin ich falsch. Hier war das. So, jetzt gucke ich mal. Wie komme ich, wenn ich das Ding habe, zu am schnellsten zu dem gelben Key? Einfach hier lang rennen. Achso, war genau die falsche Richtung. Da im Gaddafio. Heißt also nach. Nee, nach rechts laufen. Boah, ich verliere die Orientierung. Jetzt habe ich komplett verloren. Da bin ich. So. Wenn ich hier rausrenne, nach rechts. Genau. So, und dann muss ich hier runter und dann muss ich hier den gelben Schalter drücken. Ich korrigiere, den kann ich doch jetzt drücken. Toll, ich dachte, der gelbe Schalter. Schwer. Der gelbe Schalter macht irgendwas. Wo muss ich denn dann hinrennen? Irgendwo zu was Gelben muss ich laufen. So, da hinten ist noch alles unentdeckt. Muss ich da irgendwo hin? Da kann ich nicht hin. Hier ist nichts. Da kann ich auch nicht hin. Mal, wo muss ich denn jetzt da lang? Ach, hier kann ich. Ah. Ja. Da, wo die Bäume jetzt standen. Gut, na, dann weiß ich ja schon mal, jetzt wissen schon mal, wo ich hin muss. Gut, das heißt jetzt also. Dann also doch noch hier.
jetzt? Jetzt bin ich schon wieder hier. Wo denn auch hin? Ich renne gerade so ein bisschen im Kreis, kann das sein? Wir haben gerade mal ein Fünftel der... Nee. Hä? Keine Ahnung. Naja. Knapp ein Drittel vielleicht so der Gegner. Gibt es hier irgendwas, was ich drücken muss? Aha, da muss ein Schalter. Achso, jetzt bloß dafür. Super. Muss da irgendwas geben? Also hier ist ein... Da, da hinten ist ein blaues. Gut. Soll ich wieder... Wie soll ich bitte schon zu dem kommen? Ach, na, schau mal an. Das heißt, wenn ich hier bin, kann ich da hinten auf den Schalter drücken. Genau. Und was bringt mir das? Macht der Schalter bloß. Ah, ich bin sehr irritiert. Sag mal. Also wir haben den gelben Skull. Mit dem gelben Skull können wir eigentlich soweit nichts öffnen. Ja gut, ich gehe mal. Ich versuche mal in die Richtung zu gehen, wo da noch irgendwelche unentdeckten Sachen sind. Oh, bitte mach hin. Hier hinten zum Beispiel, aber da kommen wir nicht von der Seite auf nicht hin. Aber ich glaube nicht, dass man hier so nochmal rüber kann, oder? Das sieht mir eher danach aus wie... Ja, das ist ein Zügel, was man von der anderen Seite aus öffnet eigentlich. Ich bring mal hier lieber wieder runter. Ich glaube mal, das war hier nicht so... Ich muss da hinten irgendwie lang. So, hier, dann muss ich hier, muss ich da oben. Ach, schau mal einer an. Hier geht's weiter. Aha. Hä? Ich hab doch den gelben Skulp. Hä? Nein, 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 wo kommst du denn jetzt her? Diese roten Arschwalz, die sind so arschig. Daher auch der Name. Okay, da geht's noch nicht weiter. Wie geht's weiter?
Okay. Ich hätte gerade schwören können, dass hier auch nicht weitergeht. Warum auch immer. Nein! Oh my goodness! What the fuck? Digga, von der Seite auch noch? Warum? Achso, ja, ich bin ja auch frisch. Klar, klar. Werf die Granate gleich nochmal hinterher, weil die auch überhaupt keine Cooldown-Time hat. Okay, ist das Ding den noch zu? Oder? Was ist denn? Keine Secrets? Schade. Hä? BFG! Doch eine Schwerkraft. Alter, was hier schon wieder abgeht. So, da ist jetzt wieder so ein schönes Ding drin, damit ich auch nicht rankomme. Oder doch? Klar, mit so einem Riesenfisch durchlaufen, Alter. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich hier. Dass der rote Viech einfach alles wiederherstellen kann. So, weg ist er. Diese Art Schweils. Ah, hier kann man normalerweise rein. Okay. I don't like it. Digga. Zum Glück überhaupt nicht übertrieben.
klar! Zwei von den Viechern, die wollten uns verarschen. Ja klar, und die kommen natürlich gleich sofort rangerannt. Und es sind natürlich auch gleich 20 Stück mit einmal. Ich muss jetzt mal alle herlocken. Jetzt mal kurz weg machen. Ah, das ist schon der erste. Ja, stopp! Jawoll! Geil! Geht doch! Das war natürlich zu weit hinten. Weg jetzt? Oder fehlen noch ein paar? Ah, ich habe noch einen Revenant. Und der kann leider überall sein, weil diese roten Fischer überall waren. Alter, aber zwei von den roten Fischern, ey. Ihr wollt mich doch ruinieren. So, ich brauche immer noch einen roten Skull. Also ich habe keinen Plan, wo der ist. Auf der Seite waren wir auch schon komplett, oder? War noch was? Ne. Ah, du Scheiße. Was? Von beiden Seiten? Nein. Weg? I hope so. Gut, den Schalter drücke ich mal noch nicht. Ich gucke erstmal auf die andere Seite, ob da noch was ist, was ich auch öffnen kann. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Gut, na gut, dann bleib ich doch erstmal hier. Hallo? War klar. Welcher lang? So, wieder hier.
Ja. Fuck. Du mit deiner scheiß Acid? Die Säure halt auf jeden Fall da. Wow, und weil hier immer mehr Leichen sind, sehe ich immer weniger. Wow. Wow, ja, ich sage genau gleich so schön im Bild. Meine Fresse. Der Gibbet-Guy. So, geht's jetzt hier irgendwo einen roten Skulp oder so, oder? Nichts. Sieht zu, sieht erstmal so aus, keine Ahnung. Oha. Oh, hier ist aber tief runter. Geronimo! Tot. Zum Glück ist hier kein Fallschaden. Okay, das sieht doch aus wie ganz. Du Scheiße. Guckt euch mal das da an. Das ist ein Ameisenkampf. Hä? Und jetzt bauen auch noch weitere Gegner rein. Am Anfang waren es 380 Gegner, jetzt sind es schon 440 Gegner. Das ist ja Alter. Oh Gott. Nein. Aha. Okay, halt, also ich kann hier wieder hoch. Das war klar. Okay, kann ich das Ding irgendwie austricksen? Nee. Geschlag rate ich sofort zu. Fucking shit, I'm out. I'm out, 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 la 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 la. La 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 la. Ich bin alle. Boah, Alter, was ist hier los? Keine Chance. Alter, was zur Hölle? Kann man sich überhaupt irgendwo verstecken oder so? Oder ist das jetzt eigentlich eher so... Warum schießt du mich da? Aufgenommen. Leck mich doch. Oh, Alter. Das ist die Zentiprimär, kann das sein? Alter, wird mich verarschen. Keine Chance. Keine Chance. Nee. Ich hab keinen Plan, wie wir das machen sollen. Fuck. So eine Fallen hier, ey, das ist doch Bullshit.
Wärst du schön gewesen? Damit alle wissen, was ich gerade getan habe. Ich bin rein zum Cyberdemon, habe die Kettensäge genommen, ihn damit ein bisschen penetriert, weil so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er angreift, schwächer. Aber er greift noch an. Und deswegen habe ich zusätzlich noch meine komische Granate geworfen, womit ich ihm Lehm abziehe, weil auch die verringert wieder die Wahrscheinlichkeit, dass er angreift oder blockiert ihn sogar komplett. Und damit habe ich praktisch die Cyberdemon komplett in Schach gehalten, während ich mich gebückt habe. Das heißt, ich konnte auch von außen nicht angegriffen werden, weil er in dieser Umrandung war. Hat tatsächlich sogar funktioniert. Und ja, ich weiß, sowohl das Reinspringen als auch das Bücken ist natürlich nicht Vanilla, aber wir spielen Doom for Doom. Die Gegner können ja auch Sachen machen, die sie normalerweise nicht können. Von daher komplett legitim. Also habe ich mir einfach mit den Sachen, die uns zur Verfügung stehen, mich für die Strategie entschieden. Und hat sogar funktioniert. So, langsam mal ruhig. Oh, halt! Das ist schon Exit. Ah, super. Wir können auch nicht mehr raus. Das heißt, die ganzen Secrets und so können wir gar nicht mehr einsammeln. Ah, gut, okay, komm. Muss ja auch nicht bei jeder Map sein, dass die... Ach doch, wir können wieder hoch! Ach, wow! Die Falle hat sich wieder entlöst, quasi. Wenn man das so sagen kann. Es fehlen 6 Secrets. Mensch, warte mal kurz. Ich glaube, ich sehe da direkt welche. Also, hier ist ein Secret. Also, kein Secret, aber ein Teleporter. Der gar nichts bringt. So, dann ist hier hinten noch ein blauer Knopf. Aber wir haben keinen... Ja, komm, nee. Ja, das ist gut, müssen wir auch noch alle suchen. Also, suchen nicht. Ich weiß ja, wo der blaue ist, aber der war direkt da am Anfang. Am Startpunkt, aber keine Ahnung, wie wir zu dem hin können. Von daher, fuck off. Muss nicht sein. Die Map war so schön groß genug. Echt groß genug. Vor allem der fucking Cyberdemon, Alter. Ich meine, bei der Mastermind haben wir locker weggeschafft. Vor allem mit einem Trick, der auch sogar bei Vanilla funktioniert hätte. Aber der Spider Mastermind, ich keine Ahnung, ob man den bei Vanilla Doom. Also die Map würde ich nicht in Vanilla Doom spielen. Am Ende mit dem Cyberdemon. Voll so fucking kleiner Raum. Was war das? Das war Bullshit. Na gut. In dem Sinne, du kommst schon mal weg. Danke. Und ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V bis nächste Woche, denn ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche auch wieder Back to Saturn X spiele oder doch mal wieder Doom Eternal. Mal gucken, wie ich war, auf was ich da Lust habe. Vor allen Dingen mal hoffen, dass es nächste Woche nicht auch wieder so warm ist. Ja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann zu Doom nächste Woche wieder. Ansonsten halt morgen dann zu My Test. Und ich weiß noch nicht, was ich für My Test aufnehme. Ob ich nochmal weiter mit Interview arbeite. Da sind wir gerade dabei, unser Haus zu bauen. Ich werde aber wahrscheinlich bei MindTest die Folgen tatsächlich kürzer gestalten, weil, ja,
mir fehlen bei Mindset so ein bisschen die Idee. Ich meine, wir bauen da jetzt gerade unser Haus. Aber mal gucken. Also zumindest heute auf jeden Fall mache ich bei Mindset relativ kurze Folgen, aber ist ja auch. Erzähl ich dir bei Mindset, mach jetzt bei Doom dazu erzählen, macht keinen Sinn. In dem Sinne, schau mit V.